Bereits im Mai klettern die Temperaturen in Andalusien auf über 30 Grad. Bis zum Herbst fällt so gut wie kein Regen mehr. Familie Belenchon bereitet deshalb den großen Frühjahrstreck vor. Dafür müssen die Rinder geimpft und entwurmt werden. Die Familie besitzt 400 Rinder und 2300 Schafe. Wenn hier auf ihrem Pachtland nicht mehr genug Futter wächst, müssen sie Ende Mai umziehen. 400 Kilometer weit, auf die grünen Weiden im kühleren und feuchteren Norden. Lass die Nächsten rein, Jesus. Die Belenchons gehören zu den wenigen Familien, die die alte Tradition der Wanderweidewirtschaft bis heute leben. Du bist jetzt dran. Andrés Belenchon ist Majoral. Er führt den Zug an. Alejandro, sein Neffe, setzt einem Kalb die Ohrmarken, damit es unterwegs seinen Ausweis dabei hat. Die Herde läuft die 400 Kilometer frei. Einzelne Tiere können zurückbleiben und verloren gehen. Damit man sie dann besser orten kann, tragen die meisten Glocken. Seit 7 Jahren treiben Maria und Andrés die Rinder wieder mit Pferden, wie in alten Zeiten. Als wir vor Jahren, als die Bahn nicht mehr fuhr, anfingen, die Tiere per LKW zu transportieren, hat ein Auto schon 1.100 Euro gekostet. Und wir brauchten 6 oder 7 davon. Die Rechnung? Ein Vermögen. Es war viel Geld. Das, was wir verdienten, mussten wir für die LKW ausgeben. Daher haben wir uns entschieden, wieder zu Fuß zu gehen. Außerdem geht es ja auch noch um das Wohlergehen der Tiere. Im LKW erleiden die Kühe viel Stress. Es sind zwar nur 8 Stunden, aber 8 sehr schwere Stunden. Die 400 Kilometer lange Wanderung erstreckt sich über 3 Provinzen. Andrés, Mario und Raúl machen sich startklar. Sie führen die Rinderherde. Raúl, Marias Neffe, ist der 2. Mann im Team, neben Andrés. Lasst uns los. Hast du den Schlüssel, Raúl? Die Opas müssen sich eine Aufsteigehilfe suchen, sonst... Gut, los, los geht's. Die 3 haben Unterstützung durch Freunde. Vor dem Aufbruch muss Andrés die Tiere zählen, um sicherzugehen, dass die Herde vollständig ist. 240 Kühe sind es, mit den Kälbern zusammen knapp 400 Tiere. Andrés ist erst am späten Nachmittag nach der Mittagshitze gestartet. Die Herde zieht auf dem Cañada Real Conquense, einem alten Viehtreibeweg, dessen Nutzungsrechte im 11. Jahrhundert königlich festgelegt wurden. Als die Dunkelheit hereinbricht, sind die ersten 8 von 400 Kilometern geschafft. Die Schafherde ist in der Provinz Kastilien, La Mancha, angekommen. Es ist der 5. Tag des Treks. Rund 100 Kilometer sind geschafft. Auf der Brücke über den Stausee Mari Sanchez muss die Herde eng zusammenbleiben.
Ein Nachbar von Alejandro, Juan, hat sich in diesem Jahr mit seinen 500 Schafen der Gruppe angeschlossen. Mann, ob es mir gefällt? Das hier gefällt niemand. Das gefällt dir einen Tag. Dann kommt Regen und du gehst, du duschst in einem Hotel, du schläfst in einem warmen Bett. Aber einen Tag, wenn es 5 sind oder 10 oder 20, das macht keinen Spaß mehr. Du machst das, weil das deine Arbeit ist, aber gefallen? Das gefällt niemandem. Wenn jemand sagt, dass es ihm gefällt, ist das eine Lüge. Einen Tag später ist auch Andrés mit den Rindern am Stausee angekommen. Die Rinder sollen möglichst gruppenweise über die Brücke, damit es nicht zu Drängeleien kommt. Ein bisschen müde bin ich schon, aber der Morgen ist gut gelaufen. Allerdings bin ich gerade jetzt beim Überqueren ein wenig angespannt. Andrés muss bei der Planung der Streckenabschnitte immer im Blick haben, wo die Tiere trinken können. Bei 33 Grad brauchen die Rinder und die Pferde zwischendurch Wasser. Auf dem alten Viehtreibeweg wurde vor Jahren ein Golfplatz gebaut. Lange Zeit wurden die alten Treiberechte kaum beachtet. Zum Glück gibt es in der Woche wenig Golfspieler auf dem ländlichen Platz. Inzwischen merkt man schon die Müdigkeit. Nach so vielen Tagen, wo wir an Orten schlafen, wo es nicht bequem ist, das merkt man schon. Jetzt würden wir schon gern mal ein bisschen ausruhen. Musik